Es hat sich gelohnt, hoffe ich, auch am Schluss sagen zu dürfen, dass wir gestern die Jagd auf heute verschoben haben. Es ist noch nicht oft vorgekommen, dass wir das tun mussten, denn Norderney hat einfach ein sehr schnelles Wetter. Das ändert sich hier sehr schnell. Und ich hoffe, dass wir den Rest der Woche eben so ein Wetter haben wie jetzt gerade. Ich wünsche uns allen eine schöne Jagd. Ja. Liebe Jagdreiterinnen, liebe Jagdreiter, ich freue mich auch, dass die Entscheidung richtig war, weil schlimm wäre es, wenn es jetzt genau schütten würde. Aber ich glaube, so sind wir alle froh. Und ich habe vor genau 30 Jahren hier meine erste Jagd geritten. Mit einem Schulpferd der Reitschule Jungmann. Bin auch angekommen. Und ja, der Virus hat mich irgendwie gepackt und ich hoffe, dass er noch lange bleibt und wünsche euch eine gute Jagd. Und somit auf die Jagdreiterei ein dreifaches Horido! 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 Pack die Sau am Sterz an! Randa! 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 Sehr geehrte Gäste, liebe Kampfjäger, liebe Norderneier, wir Kampfjäger freuen uns hier dieses Jahr wieder 2010 auf Norderney zu sein. Die Hunde werden heute gefällt von Herrn Jürgen Bücking als Bekehrerreiten Elke Erbes, Jürgen Götte, Frank Schlager-Erwin, so und ich auf eine und die schöne Jagdwoche 2010 hier. Auf viel Erfolg und ein paar schöne Stunden wünschen euch die Kammjäger und wir freuen uns auf Lese.
Halali, halali. Vor allem danken wir heute sicherlich für ein paar Minuten mal unseren Pferden. Denn man kann sehen, wie schnell das geht, wenn man einen Freund verlieren kann. Es geht so eine Jagdwoche weiter. Und wenn ihr in die Gesichter schaut von den Hunden, die wollen laufen, die wollen jagen. Morgen geht's weiter. So muss es noch weitergehen in der Jagdreiterei. Vor allem auf unsere Hunde und auf die Jagdreiterei. Unser Jagdherr, ein Dreifachskämpf ist Heino! Jo! Heino! Jo! Heino! Jo! Pack die sauren Scherzer! Randa! 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 Ja, Norbert, jetzt müssen wir warten. Ja, wie immer, ne? Ich stehe mit meiner Möhre. Ja. Das kann ich jetzt mal so machen. Eine Pose für den Ehemann. Er hat immer großen Hunger. Ach so, ich hab's hier. Christoph, wenn die kommen, sagst du, die sollen zu mir kommen. In der Flasche selbst? Ja. Sich, das ist die steht schon die ganze Zeit. Ja, okay. Und allzeit gute Jagd, mein Freund. Danke.